Geodätische Kuppeln oder auch bekannt als geodätische Domes gibt es seit den 50er Jahren auf der ganzen Welt in vielen verschiedenen Ausführungen und Größen. Aber was genau ist eigentlich ein geodätischer Dome? Wofür braucht man ihn überhaupt? Wie ist er aufgebaut und was bedeuten die verschiedenen Frequenzen? Das und mehr erfahrt ihr hier in diesem Video. Heute werden die Domes für verschiedene Zwecke genutzt. Eine klassische Verwendung ist das Dome-Gewächshaus oder auch Dome-Greenhouse. Besonders in den USA und in England gibt es seit Jahren Hobbyhandwerker, aber auch Unternehmen, die die vielen Vorteile nutzen und Dome-Gewächshäuser bauen. Das größte Gewächshaus ist das Eden Project in Cornwall. Dieser gigantische botanische Garten wurde nach geodätischen Maßstäben errichtet und ist eins der weltweit spannendsten künstlich angelegten Biosphärenreservate. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, findet ihr einige Links unten in der Videobeschreibung. Neben den Gewächshäusern werden Domes häufig für Events eingesetzt. Egal ob als Bühne, bei einer Ausstellung, als Pavillon, als Messestand, bei Hochzeiten, Feiern, für Seminare, Workshops oder bei Konferenzen. Die Anwendungsbereiche geodätischer Domes sind grenzenlos. Eine weitere beliebte Variante sind die sogenannten Glamping Domes. Viele Anbieter, vor allen Dingen im Ausland, haben sich darauf spezialisiert, an besonders außergewöhnlichen Orten Domes in die Natur zu setzen und so einen Ort der Erholung und Inspiration zu schaffen. Häufig werden diese Domes über Airbnb vermietet. Wer keine Domes mieten, sondern kaufen will, baut sich einfach einen. So gibt es auf der ganzen Welt zahlreiche Domehäuser in unterschiedlichsten Größen und Formen. Für den großen Geldbeutel, aber auch für den kleinen. Aber was bedeutet eigentlich Geodäsie und wie ist so ein Dome eigentlich aufgebaut? Wir nehmen euch mit in die technischen Einzelheiten geodätischer Architektur. Geodäsie ist altgriechisch und bedeutet so viel wie die geteilte Erde. Es beschreibt in unserem Fall aber auch die spezielle Statik eines Domes. Aber gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Ein geodätischer Dom besteht aus ganz vielen Dreiecken. Diese Dreiecke wiederum bestehen aus Latten oder auch Struts genannt. In verschiedenen Längen. Diese unterscheiden sich wiederum nach der Art des Domes. Aber dazu nachher mehr. Die Latten werden zusammengehalten durch Verbinder oder auch Konnektoren genannt. Aufgrund der Struktur des Domes verteilt sich das Gewicht gleichmäßig auf alle Teile und sorgt so für maximale Stabilität. Es gibt demnach keine tragenden Balken wie bei anderen Konstruktionen, sondern alle Last verteilt sich gleichmäßig. Dies ist ein enormer Vorteil geodätischer Domes. Und aus diesem Grund werden geodätische Domes besonders in meteorologisch aufreibenden Regionen eingesetzt, wie zum Beispiel der Polarregion, Erdbebengebieten oder in der Raumfahrt. Zu diesem Thema werden wir euch aber auch in kommenden Videos noch einige spannende Beispiele zeigen. Um diese nicht zu verpassen, abonniert am besten direkt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Schreibt uns außerdem gerne in die Kommentare, welche Themen ihr euch von uns noch wünscht. Aber weiter! Geodätische Domes gibt es in verschiedenen Frequenzen. Je höher die Frequenz, desto mehr Dreiecke bzw. Latten hat der Dome. Es wird unterschieden zwischen Frequenz 1 bis 6. Durch die höhere Frequenz wird ein Dome deutlich runder, die Größe hat aber nichts mit der Frequenz zu tun. Theoretisch ist es möglich, jeden Dome in jeder Frequenz zu errichten. Die meisten Domes heutzutage werden mit einer Frequenz 2 oder 3 gebaut. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr unser Ziel unterstützen wollt, hier auf YouTube der erste deutschsprachige YouTube-Kanal zu werden, der rund um das Thema geodätische Domes informiert und unterhält, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns einen Daumen da lasst. Um keins unserer Videos mehr zu verpassen, abonniert auch gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Hier drüben seht ihr unser letztes Video, da haben wir euch erklärt, was wir dieses Jahr alles mit euch vorhaben. Wenn ihr jetzt schon mehr über geodätische Domes erfahren wollt, schaut auch gerne auf unseren sozialen Kanälen vorbei, wie Facebook oder Instagram oder auf unserer Homepage. Alle Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir von Vision Domes verabschieden uns heute von euch, wünschen euch nur das Beste und eins noch, verliert eure Vision nicht aus den Augen.